Denn solange du noch rot wirst, wenn du lügst, werd ich verzeihen. Und solange du nach Haus kommst, wird es nie zu Ende sein. Solange du mir das Gefühl gibst, dass du immer zu mir stehst, werd ich's überleben, weil ich weiß, dass du mich liebst. Liebe Zuschauer, heute an meiner Seite habe ich eine Künstlerin, über die könnte man fast sagen, dass sie mittlerweile so ein wenig zum Gute-Laune-TV-Hausinventar gehört. Eva Luge, genau. Gleich grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, man muss sagen, du bist regelmäßig bei uns zu Gast und eigentlich mittlerweile auch schon quasi eine Geschäftspartnerin von uns. Das stimmt. Also ich fühle mich sehr wohl beim Gute-Laune-TV-Team. Aber mittlerweile sind wir natürlich sehr oft zusammen durch die Schlagernacht, die ich ins Leben gerufen habe damals. Und freue mich natürlich sehr, dass ihr da mein Partner seid. Und wir freuen uns, dass wir dein Partner sein dürfen. Ja. Dein Partner. Aber genau, und die steht ja jetzt in diesem Jahr zum vierten Mal an. Genau. Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Wenn du jetzt mal zurück überlegst, als du mit der ersten Schlagernacht angefangen hast, wie war das so für dich damals? Also das war wirklich so ein Projekt für mich einfach, weil, wie gesagt, der Bürgermeister damals, der hat zu mir gesagt, da steht das große Zelt mit fast 2.500 Sitzplätzen frei zur Verfügung und mach was rein, mach deine Schlagernacht oder so. Und dann habe ich mir überlegt, traue ich mir das überhaupt zu? Und dann habe ich mir gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dann habe ich eine Schlagernacht reingemacht, haben mir tolle Gäste eingeladen, wie Bernhard Brink, also gleich die absoluten Knüller. Und ja, das ging eigentlich wirklich sehr gut, wurde sehr gut angenommen von den Leuten, dass wir jetzt mittlerweile bei der vierten sind. Wahnsinn. Ja. Und wenn du jetzt mal überlegst, so von der Entwicklung her, gab es so für Momente für dich, wo du gesagt hast, boah, nächstes Jahr mache ich das nicht mehr, das tue ich mir nicht mehr an. Nee, also überhaupt nicht, weil das ist wirklich so mein Baby, ja. Das habe ich geboren ins Leben gerufen. Und es macht einfach total viel Spaß, das Ganze zu organisieren, zu planen. Das ist ja so, ich gehe quasi an dem Abend von der Bühne und plane schon wieder für die nächste Schlagernacht. Man setzt ganz viele Dinge um. Ich habe immer so einen kleinen Block und einen Stift neben mir, schreibe gleich auf, was ich einfach besser machen kann fürs nächste Jahr. Und ja, und höre mich dann auch ein bisschen so in der Gegend um, welche Leute, die kommen auf mich zu und sagen, Eva, wir hätten mal Lust, dass wir zum Beispiel Semino Rossi mit dabei hätten oder so. Und dann sammle ich so die Ideen und dann mache ich wieder eine tolle Schlagernacht draus. Mhm. Genau. Aber wenn man jetzt das so am Anfang macht, dann ist man ja noch ein bisschen vorsichtig und man ist so dankbar, dass jeder mitmacht und so. Aber entwickelt man sich im Laufe der Zeit auch dahingehend, dass man vielleicht eine härtere Geschäftsfrau wird, dass man tougher auch den Dienstleistern vielleicht gegenübertritt? Also klar, durch Erfahrung und man lernt ja auch wirklich ständig dazu. Am Anfang war ich natürlich noch ganz vorsichtig und ja, man hat ja auch dann Respekt einfach vor der Person. Wie weit kann man sich aus dem Fenster lehnen? Genau, genau. Und irgendwann bekommt man das einfach mit und ich bin schon immer jemand, der jetzt nie so diejenige war mit Ellenbogen ausfahren und so, sondern immer auf die sympathische Art. Ich finde, da kommt man viel weiter und einen gewissen Respekt braucht man natürlich, aber es muss halt einfach auch passen, sage ich jetzt mal, genau. So, deine vierte Schlagernacht steht vor der Tür. Ja. Wie laufen die Vorbereitungen? Erstaunlicherweise noch sehr ruhig und sehr gut. Also, es hat alles geklappt mit Künstlern sofort. Wir stehen wirklich im Kontakt ständig und ja, also die ganzen Vorbereitungen sind im Gange. Jeder weiß ja auch mittlerweile, was zu tun ist. Also es ist jetzt ein großes Team um die Eva Luginger Schlagernacht rum, wo ganz tolle Leute von der ersten Stunde an mit dabei sind. Und jeder weiß einfach den Handgriff, was zu machen ist. Und deswegen, das ist wertvoll dann einfach auch. Genau, und da wird dann die Woche davor wahrscheinlich noch ein bisschen stressig werden mit der Bühne und die Planung, die Deko und so, was halt alles dazu kommt. Aber jetzt am Anfang ist noch entspannt. Ja. Und du hast ja auch in diesem Jahr wieder richtig tolle Künstler an die Seite geholt. Zum Beispiel ein Olaf von den Flippern. Natürlich der Graham Bonney ist auch mit dabei, der jetzt auch ganz oft im Fernsehen zu sehen war. Und der Sommerhit-König von Immer wieder sonntags, den Robin Leon. Genau, weil ich finde, den jungen Menschen soll man auch eine Chance geben. Gell? Unbedingt.
Und man will ja auch eine gute Mischung bieten, ne? Genau, ganz klar. Und wir haben jetzt gerade, der Sponsor von mir ist aus dem Elsass. Das heißt, die haben so diese elsässische Freundschaft und deutsche Freundschaft. Und deswegen kommen die Elsässer quasi zu uns nach Velden. Das ist natürlich auch eine Bereicherung wieder. Das heißt, an deiner Schlagernacht werden auch Franzosen vor Ort sein? Natürlich. Und Schweizer natürlich, ja, die auch jedes Jahr kommen. Ach, super. Und aus Mannheim, also wirklich nicht nur Leute, die aus jeder Ecke kommen, aus der Gegend sind, genau, sondern wirklich aus ganz Deutschland und Schweiz, Österreich. Wie wird es denn in diesem Jahr sein? Wird es auch wieder was Besonderes geben? Was ist so alles geplant? Ja, also es gibt natürlich wieder die Garde, die das Ganze eröffnet. Nur Menschen, genau, gell? Also, deutscher Meister geworden. Wir haben eine Reise ins Elsass zu vergeben. Mhm. Also das wird ein Losverfahren werden. Und zwar kann man da eine dreitägige Hotelreise gewinnen mit Weinverkostung und so weiter. Also ist das war eigentlich was für mich. Ja, wir dürfen leider nicht mitmachen, aber. Genau, und also es wird wieder spannend, viele Höhepunkte. Mein Vater, der Uli Luginger, wird auch mit dabei sein. Ach, super. Genau, wir haben jetzt auch ein tolles Duett zusammen gemacht und das werden wir an dem Abend auch präsentieren. Und ihr seid ja eh zusammen auch auf der Bühne, du mit deinem Papa, gell? Genau, wir sind auch oft zusammen, sind als Duo for You unterwegs und machen gemeinsam Musik. Und das macht natürlich Spaß, wenn ich dann an Papa auch bei meiner Schlagernacht eben mit auf die Bühne hole. Sehr schön. Jetzt weiß ich ja auch, dass du bei deiner Schlagernacht immer wieder auch mit den Künstlern im Duett singst. Und apropos Duett, weiß ich, dass du auch ein Duett aufgenommen hast mit einem zauberhaften Künstler für dein neues Album. Das war jetzt eine Wahnsinnsüberleitung, oder? Richtig, der mit dem Alexander Rier. Genau, genau. Ja, es war total spontan. Der Alfons Weindorf, also mein Produzent, der hat mich angerufen und meinte, du Eva, ich habe so ein tolles Duett. Und der hat ja mit dem Alexander Rier damals auch schon viel zusammengearbeitet. Mhm. Und meinte, das wird sehr gut harmonieren, einfach eure Stimmen. Hast du nicht Lust? Und ich habe gesagt, natürlich, also ist ja toll, wenn ein schönes Duett auch wieder mit auf ein Album mit drauf ist. Alexander war dann auch gleich dabei und hat gesagt, ja, doch, das machen wir. Und jetzt haben wir ein ganz, ganz tolles Duett aufgenommen. Geplant für Ende April, das VÖ-Datum für das neue Album, ne? Genau, richtig. Okay. Wie soll es heißen? So genial. Nach Titel. Unzertrennlich kommt So genial, genau. Ja, es wird wirklich, es sind wieder ganz, ganz tolle Texte mit drauf, tolle Balladen, eine Ballade ist mit drauf. Ansonsten richtig tolle Nummern zum Tanzen, was ja auch wichtig einfach ist für die Bühne, fürs Live. Für die ist Live es dir lieber, so Tanznummern zu singen wie Balladen? Ja, ehrlich gesagt schon, weil ich bin auf der Bühne und möchte, dass die Leute tanzen, dass sich da was bewegt. Also bin ich eher der Fan von flotten Nummern. Was aber natürlich auch mal zum Einladen, also beziehungsweise wenn man mal ein bisschen sich ankuscheln möchte oder einfach bei einer Damenwahl, sagt man ja, oder, dass man mal ein bisschen eine ruhigere Nummer dann singt, dann ist es ganz schön, wenn man da mal eine Ballade dann mit im Programm hat. Wie planst du ein Album? Ist es so, dass du hauptsächlich deinem Produzenten viel überlässt, weil er dich ja jetzt mittlerweile schon echt gut kennt? Oder sagst du, pass mal auf, das und das hätte ich gerne. Also es ist wirklich so, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Macht total Spaß, weil er weiß ja auch, um was es geht, also was ich gern singen möchte. Aber nach wie vor arbeiten wir zusammen dran. Ich habe zum Beispiel so Stichpunkte, schreibe ich immer auf, gebe es ihm dann oder sag du, machen wir mal in dieser Richtung, so könnte ich mir das vorstellen. Und dann setzt er das ja wirklich zu 100% genauso um. Und das ist immer das Überraschende bei ihm, weil man denkt, Wahnsinn, also der kann das gleich so umsetzen, so schnell, was ich möchte. Und deswegen macht es ja so Spaß, im Studio zusammen zu arbeiten. Und ja, wir singen da oft mal zwei Songs an einem Tag ein, weil wir da so richtig drin sind. Da braucht da keiner Pause oder so, sondern da geht's richtig los und da wird richtig gearbeitet. Und das macht halt einfach auch Spaß. Würdest du dir aber zutrauen, so ein Lied komplett selber zu schreiben und zu komponieren? Also ich habe ja auch eigene Texte. Es ist ja wieder einer mit drauf auf ein Album. Zu komponieren, das überlasse ich dann lieber den Profis, ganz klar. Aber ich schaue immer, dass auf jeden Fall meine Gedanken, meine Texte auch mit einfließen in den Songs,
Weil ich muss ja dann am Endeffekt dann das Ganze vertreten und auf der Bühne stehen. Absolut. Ja. Du wirst ja mit Sicherheit auch das Album dann vorstellen bei deiner Schlagernacht. Ganz genau. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wie lernst du deine Texte? Schließt du dich im Badezimmer ein? Na, das muss jeder ertragen. Da schließe ich mich gar nicht ein, sondern es wird dann bei mir im Wohnzimmer über die große Anlage komplett wirklich auf Lautstärke 30 gemacht, hochgeschraubt. Und dann wird der Song so lange hintereinander gespielt, bis der Text wirklich sitzt. Auch im Auto, da habe ich dann eine CD im Auto, wo ich mir dann das immer wieder anhöre. Wenn man dann ein Video dreht zum Song, dann ist es ja eh in der Regel so, dass man den ganzen Tag immer wieder hört. Also dann bleibt auch schon einiges hängen. Und das ist dann wirklich wie mit dem Radlfahren, sage ich immer. Also man steht dann auf der Bühne, der Song geht los und dann ist der Text einfach da. Mhm. Sicher kann es mal passieren, dass man mal einen Texthänger hat, ganz klar. Aber mein Gott, wir sind ja alle nur Menschen. Ich freue mich aufs neue Album, ich freue mich auf deine Schlagernacht. Zu guter Letzt würde ich gerne noch wissen, es gibt doch auch Premium-Tickets für deine Schlagernacht zu kaufen. Was ist da drin? Genau, es gibt Premium-Tickets und zwar ist es ein reservierter Platz in den ersten Reihen, weil um 18 Uhr ist Einlass, da stehen halt die Leute dann schon immer an und viele müssen dann vielleicht noch arbeiten und die haben dann die Gelegenheit, eben einen reservierten Platz zu haben und bis 20 Uhr ist der dann sicher reserviert und genau, deswegen gibt es die Premium-Tickets, die mittlerweile sehr gut angenommen werden und nicht mehr viele da sind. Also da muss man dann schnell sein, zugreifen. Aber jetzt müssen wir natürlich auch noch mal das Datum endlich mal verraten, wann deine Schlagernacht überhaupt ist. Genau. Am 13. Juni 2019 in Velden an der Vils. Genau. Das richtig. Soll erwähnt sein. Ja. Liebe Eva, ich danke dir für deine Zeit, für dein Kommen. Ich freue mich. Ich mich auch. Auf den Vielen Juni, Dank. Auf deine Schlagernacht. Genau. Und toi, toi, toi für den Planungsendspurt. Dankeschön.